Die Highlights der Partie Chemie Leipzig gegen Carl Zeiss Jena werden präsentiert von Watzdorfer, Traditions- und Spezialitätenbrauerei seit 1411 in Thüringen. Eine Lichtershow mit Pyrotechnik darf natürlich nicht fehlen, wenn Chemie Leipzig mit Trainer Miroslav Jagatic zum 51. Mal auf den FC Carl Zeiss Jena trifft. Andreas Patz kann bei einem Sieg mit seiner Mannschaft vorübergehend bis Sonntag auf Tabellenplatz Nummer 1 überweilen. Die erste Möglichkeit gehörte auch dem FCC. Nach einem Freistoß von Jena kriegt Chemie das nicht geklärt. Hoppe mit dem Pass in die Spitze zu Verkamp. Aber nicht das fünfte Saisontor für Mittelfeldmann Pascal Verkamp, weil Wendt hier den Fuß dazwischen bekommt. Chemie Leipzig spielt bislang eine tolle Saison. 4 Ligaspiele in Folge gewonnen. Und der Innenverteidiger Harand mit der ersten Möglichkeit für die Leutscher nach 19 Minuten. Jena dann wieder, 26. Hoppe auf Verkamp und dann Petermann. Die erste richtig fette Möglichkeit in diesem Top-Duell am 8. Spieltag. Aber Bellot, klasse mit dem Fuß, verhindert das zweite Saisontor. Und Miroslav Jagatic, der justierte noch etwas, nahm ein paar Veränderungen vor und die zeigten Wirkung. 33. Minute. Brückmann mit jener Vergangenheit auf Manasseh Eschel, der bemängelt, dass er gehalten wurde, aber kommt nicht ran, macht nicht sein 5. Saisontor. Jena dann wieder in Minute 36. René Lange auf Spielmacher Justin Petermann. Nächster Abschluss des Mannes, der von der Reserve von Köln kam, aber über das Tor. Somit ging es in die Pause. Chemie stimmte sich mit Pyro ein und Jena antwortete, wie sich das gehört, mit Pyrotechnik. Durchgang 2. Schlechter Abschlag von Bellot in Minute 47. Lange mit diesem Traumpass auf Verkamp über Bellot drüber. Aber da ist wieder Wendt. Dann rasseln die beiden noch mit den Köpfen zusammen. Aber Schiedsrichter Tim Konert sagt, kein Elfmeter oder irgendetwas, was sich positiv für Jena auswirken könnte. Verkamp macht das erst gut, aber der Ball hat zu wenig Druck. Und Wendt klärt das Ding dann. Danach entstand eine sehr wilde Phase mit vielen Torchancen. Angeschnallt, das ist Social-Media-Star Dennis Jepel. 56. aber kein Problem für Kevin Kunz im Kasten. Nur 2 Minuten später. Meder auf Mass, der dreht ab, weil er ist Rechtsfuß. Somit hat er das Ding auf den linken. Dann schöner Pass wieder auf Meder. Aber der trifft nur das Außennetz. Yannick Meder kam zu Saisonbeginn aus Cottbus, ist eine feste Säule im Team von Jagatic. Dann wieder Jena, 60. Minute, Konter Mujomo, schickt Petermann, der mit dem Auge auf Dahlke. Schöner Haken, aber dann drüber. Jan Dahlke verpasst sein 3. Saisontor. Die Kante kam von Preußen Münster hier ohne Glück im Abschluss. Nur 3 Minuten später. Brückmann, Striezel mit dem Fehler, bekommt das Ding nicht unter Kontrolle. Meder spritzt dazwischen, aber Eschel kriegt das Ding nicht im Kasten unter. Und dann holt sich Gibson den Klaps von Kunz und Halili ab, mit dem Fuß dazwischen rettet. 67. Minute, Kunz im Blickpunkt, Freistoß für Chemie. Und den macht Philipp Harand! Was für ein Tor, was für ein Strich, Ekstase im AKS. 1,94 Meter, der Innenverteidiger mutiert mal ganz kurz zu Cristiano Ronaldo, packt den Flatterball aus. Kunz sieht nicht ganz optimal aus, ist nicht unbedingt von Schuld frei zu sprechen. Und das AKS bebt, 1:0 für Chemie, erstes Saisontor für Philipp Harand. Chemie versuchte danach die Entscheidung herbeizuführen. 78. Minute, schön zurückgelegt auf Dennis Jepel. Der hat das 2:0 auf dem Fuß. 16 Millionen Aufrufe auf TikTok, hatte sein Crash gegen die Mauer, gegen Chemnitz. Er hatte die ärztliche Freigabe bekommen und Andreas Patz musste schlucken. Er sah, dass seine Mannschaft wirklich in Bedrängnis war und Harand hätte in Minute 83 den Deckel drauf machen können. Hier sieht man aber, es ist nicht der Kopf, sondern die Schulter. Deswegen geht das Ding nicht rein. Es war die letzte Aktion. Mast und Co. feiern. Jena dagegen am Boden, verliert zum ersten Mal in der Liga. Wir hatten Vielzahl an Chancen. Auch Hochkaräter, die wir machen müssen. Machen sie nicht. Und wie es dann oftmals im Fußball so ist,
hat der Gegner einen Freistoß und haut ihn dann mit einem Torschuss rein. Ja, ganz bittere Pille. Ja, ich glaube, dass man am Anfang gemerkt hat, am Anfang der Saison, dass so ein paar Säulen weggebrochen sind. Also so Leader-Typen wie Stefan Kara oder Benny Bolze. Und ich glaube, so mittlerweile hat sich das alles so auf die Schultern verteilt. Wir haben uns gefunden. Wir spielen auch mittlerweile dauerhaft dasselbe System irgendwo und sind eingespielt. Ja, und ich glaube, wir hatten auch letztes Jahr so Spiele, wenn die anders gelaufen wären, hätten wir auch den einen oder anderen Punkt mehr geholt. Aber klar, ich meine, abheben werden wir jetzt nicht. Ist jetzt schön für den Moment, dass wir so gut dastehen und das freut uns auch. Und klar wollen wir auch alle so da oben bleiben, aber wir bleiben da bodenständig. Der goldene Treffer von Philipp Harand. Er beantwortete, wie er den Schuss gesehen hat. Der hat geflattert und ich sage immer so schön im Training als lockeren Spruch, was man sieht, was man nicht sieht, kann man auch nicht halten. Und im Anschluss gab es noch vom ehemaligen Magdeburger ein Lob für die Mannschaft. Ja, jeder kämpft für jeden, wir geben alles füreinander und das ist auch letztendlich entscheidend, dass wir eine Einheit auf dem Platz sind und das machen wir einfach super. Und wenn wir da so eklig sind, wie es Massi gesagt hat, dann hat das auch schon einen Grund, ja. Leipzig-Leutsch tanzt. Chemie Leipzig springt vorübergehend auf Tabellenplatz 2 und vorbei am FC Carl Zeiss Jena.